Auf ein neues zu der letzten Welle von Mario Kart 8 Deluxe Strecken Booster Pass, was auch immer. Booster Strecken, meine Freunde. Ja, oder andersrum. Die letzte Welle ist da, das heißt, die letzten beiden Parts, wo es was Neues gibt, werden jetzt kommen. Und dann später vielleicht mal mit Menschen Multiplayer. Wir beginnen aber gleich. Wir fangen erstmal mit den beiden Affis an. Ich lasse aber mein Auto so, wie es ist, weil ich habe keinen Bock, das jetzt umzubauen. Da ist der Flur auch schon. Und ich würde sagen, wir machen 150 ohne Teams. Standard. Mit Computern auf Steuer, ja, alle Fahrzeuge und wir rennen. Das, der wievielte Part ist denn das jetzt und wie viel ist der nächste? 15 und 16, glaube ich. Oder 16, 17. Wir müssen auf 20 kommen. Ja, vielleicht kommen wir noch mehr. Man weiß es nicht. Ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Also vier Parts. Aber ich hoffe, ich habe das jetzt so ausgewählt, dass man Cups wieder macht. Dass ich das nicht falsch gemacht habe. Achso, nee, ist es ja gar nicht. Man wählt ja jeder was jeder, aus. Jede Strecke einzeln. Was ja, ist das für ein Cup? Ich hab's vergessen. Ist das der Eichel Cup? Da hieß, glaube ich, anders, aber ja. Steht da nicht dran. Rom Ramba Zamba. Die kenne ich nicht, die ist von Malkatur. Ich auch aber nicht. Aber ist das nicht so, dass das jetzt eh dead ist? Malkatur ist tot, oder? Hä? Also, dass es nicht mehr unterstützt wird. Ich hab's jetzt wieder gespielt, aber ich glaube, da kommen keine neuen Inhalte oder sowas. Weiß ich nicht. Irgendwas war doch da. Keine Ahnung, ich bin da raus bei dem Spiel. Ich bin da raus. Vor allem die Röhren funktionieren da ja auch ganz anders. Gibt ja keine Röhren mehr. Gibt ja einen Shop nur. Weiß ich nicht. Alter, mit dem Teddy. Man gibt mit A-Gas. Ja, was? Hast du das jetzt wirklich gefragt? Ja, ich war gerade ganz kurz überfordert ein bisschen. Ich kenn die Strecke nicht, also macht euch hier... Boah, allein wie das aussieht. Fängt schon mal gut an mit einer Münze. Kolosseum sind wir hier. Ich hab doch kein Item gehabt. Ja, ich hab zweimal eine Münze gehabt. Münzen! Macht es auch nicht so viel besser. Ist die Musik wirklich Italien? Aua! Was ist denn das? Jetzt werde ich hier abgespeist. Bin nicht so schnell. Von allem werde ich getroffen. Ja, teilweise kommt es mir auch vor, als wär's 200. Ich habe 150 ausgewählt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch gesehen. Aber 150 war früher ein paar langsamer. Das machen halt diese klassischen Tourstrecken auch ein bisschen. Was? Du wurdest umgerast vom Stern. Was war das denn? Super, ey. Ah! Boah, ich fahre gegen jede Wand gerade. Ich nicht, aber ich bin komplett falsch abgebogen. Ich kenne ja auch keine Abkürzung. Ja, jetzt kommt der Blitz. Bist du ja, Erster? Nicht, was? Bist du das der Erste? Fünfter, hallo, ich hab gerade abgespeist, hab ich doch gerade eben gesagt. Ja, hätte sein können, dass du wieder aufgeholt hast, weiß ich doch nicht. Ah, das passiert in der letzten Runde. Ach, Reue, du Penner! Was für Reue? Wann gibt's hier die Smash-Charaktere? Ach so, oh, stimmt, der heißt ja auch Reue. Du bist schon gehypt, nächste Woche ist ein neues Mario-Projekt. Schon wieder. Ja, freu mich. Das können wir diesmal echt richtig, wirklich spielen. Beim letzten Mal war es ja so, wir haben es angefangen und ihr kennt das eigentlich gar nicht. Naja, aber deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr traurig drum. Das stimmt. Das sind Ketten. Ja, jetzt wurde ich vom Blitz getroffen, wenn ich dann so coole war. Obwohl das alles so neu zu sehen, wenn man das alte kennt, wäre bestimmt auch cool, aber so ist es ein ganz neues Spiel und ich kann es frisch erleben, ist auch gut. Beides von. Ey! Meine Banane wurde geklaut. Ja, ich hab sie dir geklaut. Du Sau, du. Ja, natürlich werde ich 2 Zentimeter vom Ziel rum. Na, dritter. Ist okay. Was hältst du davon, dass die erst jetzt dazu kamen? Ja, das ist ein Skandal. Aber bei Mario Football war das ja viel schlimmer. Das war ja viel schlimmer mit den Charakteren. Auch mit Daisy und so. Okay. DK Bergland. Da geht's jetzt ab. Die haben wir ja oft genug gespielt. Das ist wohl wahr. Das ist auch eine Strecke, wo ich mir sehr, sehr sicher war, dass die aber eigentlich schon lange im Spiel ist. Nee, bei Wii gab's die. Ja, Wii habe ich ja fast gar nicht gespielt. Ich probiere jetzt auf jeden Fall die Abkürzung. Ich glaube, wie oft ich das noch Wii gespielt habe, kann ich in der Hand abzählen. Wie viele Hände hast du? An einer Hand, habe ich gesagt. Wie viele Finger hast du in einer Hand? Es kann ja auch sein, dass du nur 4 oder 6 hast.
Nur 6 habe ich. Ja, nur 6. Da würde ich mir Gedanken. Hä, warum ist hier so Dreck? Und hier sind Decay-Fässer, okay. Ja. Ich höre jetzt natürlich mein Spielton nicht, aber ich habe bei dir meinen Funky gehört. Alter, der Vulkan sieht aber anders aus. Mal, oh, hier fliegt man ja immer noch so komisch. Was sind die Kittenfässer? Sind mal Decay-Fässer. Hm. Ist da Banane drin? Nee, da, also da war jetzt gar nichts drin. Ich bin mal gegen gefahren. Du bist gefahren. Ja, ich dachte, vielleicht kommt da auch ein Item raus. Aber nee, warum ist denn der Sternblick hier? Der fährt ja ganz anders. Boah, die fahren nicht so, wie ich die kenne. Und hier müsste man runter. Ey, das ist... Ja, vielleicht geht's. Aber es ist noch ein gewisses Stück, ist es abgesperrt. Ja, da ist es abgesperrt. Ich wollte mit dem Pilz da runter. Ging nicht. Ja, du musst weiter vorne das machen, glaube ich. War alles dicht. Ich hab's mir nicht getraut. Ich hatte auch. Also, man kann es natürlich auch ohne Pilz machen. Alter. Wieder, du wieder beklaut? Geklaut hier. Bestimmt, du hörst das ja. Ich würde sagen, wer weiß, wie das aber. Mann, ich mach den gleichen. Nein, das war kein Fehler. Oh, die Musik ist aber gut. Ich weiß nicht, ob sie hier besser finde, aber sie klingt sehr ähnlich. Aber es hört sich auch ein bisschen an wie... Gibt so ein Track aus Sunshine, der sich ähnlich anhört. Bei diesem Musikgame bist du aber viel mehr drin. Ja, aber das ist auch Gamecube-Ära, da hört sich vieles nach Sunshine an. In den Mario-Spielen war ja immer sehr viele Anspielungen an Sunshine. Ich meine, mit Herrn Giovanni als Charakter... Bowser Jr. als Charakter, der Palma, die Paradiso, König Buhu. Okay, König Buhu ist in Mario Sunshine ein bisschen komisch. Ja, ein bisschen sehr komisch. Da ist der aus Mario Wonder sogar besser, sag ich mal. Ach nee, jetzt kommt ein Stachy, ja, euer Ernst. Ach, da bist du. Na. Es kommt auch noch ein Blitz. Oh Mist, ganz knapp den Pilz nicht getroffen. Mein Pilz! 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 Hat, warum liegen da so viele Items? Nee, die liegen da nicht. Die habe ich... Die habe ich legal erworben. Legal. Das hört sich an, als wärst du so auf dem Drogenmarkt gewesen. Na super, mit dem Pilz in eine Banane rein. Ab in den Urlaub. Komm schon wenigstens nicht zu weit hinten hier. Okay. Na, dritter ist das, okay. Damit kann ich leben, damit sind wir ausgeglichen. Ja, super. Ja, super. Jetzt kommt noch Daisy's Piste, die ist von der Wii. Die kann ich auch. Ja, aber Wii-Strecken bin ich raus. Was kommt dann noch? Ja, eine neue Strecke. Oh, die, nee, die ist ja auch von Tour. Da steht zwar nichts dran, aber die gab es auch in Tour schon. Ja, super. Aber ich habe irgendwie immer Angst, dass ich auch was Falsches drücke hier bei der Auswahl. Ja, man kennt's, man kennt's. Vor allem bei 50-50 ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kleines dran kommt, noch höher. Als sowieso bei den anderen Sachen. Ahem, ahem. Alter. Eine von unseren Followern und so, jetzt auch im Discord, die kritisiert hier gerade jemand. Ja, ich hab das auch schon gesehen. Ich finde es gut. Du wolltest den Beef, da ist der Beef. Ich weiß, ich hab vielleicht sogar. Na gut, das sollten wir später drüber reden. Ach, man kann doch ein bisschen. Nein. Ich würde Siri sagen. Tratschen? Ne, nicht tratschen, was war das Wort? Lästern? Lästern! Hier ist eine Piranha-Pflanze vor. Bäm! Oh, die Strecke sieht ja toll aus. Also was das Aussehen angeht, haben sie sich auf jeden Fall gebessert im Laufe der... Viele mögen die Strecke nicht. Wellen. Ich mag sie. Ich weiß nicht, ich mag dieses Abendrot-Flair. Ist wahrscheinlich Abendrot, oder? Vielleicht ja Morgenrot, aber ich gehe aber von abends aus, ja. Kann man das irgendwie unterscheiden? Bestimmt. Irgendeine Möglichkeit gibt es da sicherlich. Oh, die Musik? Ja. Oh Mann, Mann. Ich muss gerade wieder an was denken, was richtig außergewöhnlich ist. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es gesehen, Johnny. Hat einfach eine Top-Liste gemacht und hat die Zelda-Teile nach den Truhen-Sounds gerankt. Naja, hab ich nicht gesehen.
Da denke ich mir so, was? Wie kommt man auf so eine Idee? Oh Gott. Oh Gott. Wie fährt sich die so? Alles gut, ich bin jetzt einmal fast falsch abgebogen, aber... Man muss dazu sagen, Didi gab es in Mario Kart 7, glaube ich, nicht. Ich kann ganz kurz sagen, dass ich diese komische Hilfssteuerung anhab. Habe ich aber nicht, das ist aber nur der Schweif von Didi, der mich gerade irritiert hat, kurz. Oh. Aber man muss auch sagen, Bowser Jr. gab es in Mario Kart 8 nicht, der kam auch erst mit Mario Kart 8 Deluxe. Und Funky Kong natürlich, nicht in vielen Spielen vertreten, unter anderem Donkey Kong Jet Race, unter anderem... Mario Kart Wii. Und jetzt auch hier. Mario Kart Tour. Och, ja, come on, das ist nicht okay. Ja, jetzt auch ein Blitz. Och, Mann. Die Chat gab's noch nie. Gab's in Mario Kart Tour. Wie gefühlt jeden. Und diese Pauline gab es auch nur in Mario Kart. Ja. Bin ich mal Zweiter geworden. Ich hatte nicht mal Rauderling. Ja, super, ey. Es war alles drin, keine Sorge. Ich bin auch schon mal schlecht gewesen. Du hast schon mal gewonnen. Mein Peak war die erste Runde. Jetzt hör auf. Die nächste Strecke ist auch von mir unbekannt. Das kann doch alles passieren. Mein Ziel ist, vor Link zu kommen. Piranha-Pflanzenbucht. Erinnert mich ein bisschen an euren Raserei. Ist die so aus Mario Kart 7, ich glaube. Möglich. Und der Aal, den gibt es ja in Mario Kart 8 auch. Kano, nee, wahrscheinlich nicht. Bei der Delfin-Lagune? Eigentlich hättest du jetzt Mutant Tyrannia spielen müssen, aber... Ja. Ging nicht. Dann ist sie nicht mal auf dem Thumbnail drauf. Okay, es gibt eine andere Strecke, wo die drauf sind, die Piranhas. Aber trotzdem. Letztes Rennen. Der Tod da rechts. Ich sehe keinen Tod. Hey, der schwimmt doch da. Da schwimmen sogar zwei. Ach, da! Ich dachte, du meintest. Boah, mir rutscht mein Headset runter. Miese Kiste, was machst du? Ich duck mich halt die ganze Zeit. Also, ich guck nach unten. Ach so, ja, gut. Ich hab das halt hier unterm Ding. Also, selber schuld, wenn du es nicht anschließt. Ja, ich schließe die Switch aber dann. Da hast du zwei Bildschirme, könntest du das easy machen. Aber nein. Bald kann man das machen. Hättest du auch Ton gehabt, deinen. Alter, hier ist noch ein Altar. Was denn? Mitten über dem Ding sie hier abgeschossen. Ja, ich hab dich getroffen, aber... Ja, und ich bin abgestürzt, du Arsch. Hast du kein Item mehr? Doch, aber ich konnte es nicht schnell genug mehr rausholen. Ja, das ist nicht schön. Die Musik ist interessant, muss ich sagen. Alter, du dummes Vieh. Hört sich ein bisschen piratig an, aber natürlich ist die Strecke auch ein bisschen kurz. Man sieht jetzt leider auch nicht die Zeit, also wie lange das... Hey, waren das Mutant Tyrannias hier? Doch! Wenn du hier so reinfährst, siehst du die? Ja, gleich. Die am Rand, ja, die Steindinger, ja. Links, rechts und oben. Das ist ja cool, die wird hier gehuldigt. Naja, Mutant Tyrannia. In 3DS-Zeiten war sie auch sehr viel vertreten. Unter anderem auch in den Paper Marios, glaube ich. Alter, die 8. Ne, er hat die 8. Ich raste aus. Feuer! Steinberg! Flopper! Boah, da darf man nicht lang. Boah, vor allem die Strecke ist ja auch jede Runde anders! Oh. Boah, der trifft mal raus. Mann! Funky, du bist zu schnell! Noch ein Blooper, ey. Das ist eine Abkürzung. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wie lang geht. Mann! Oh! Der. Hä? Oh, wow, ey. Was ist passiert? Die Abkürzung genommen, aber ich bin richtig an der Ecke hängen geblieben. Ich glaube, das hat mich jetzt eher Zeit gekostet. Ah, du hast recht, es kann auch alles passieren. Ich kann noch schlechter werden. Hör auf! Kann bis zur letzten Kurve alles passieren. Wenn ich meine Kopfhörer verliere. Nein, das bin ich nicht. No, nein. Komm schon. Meinen Kopfhörer. Na gut. Na gut, kann man nichts machen.
Waren aber coole Strecken dabei, kann man nicht anders sagen. Och Mann, nicht mal dritter Jan. War aber knapp. Einfach Abschaum. Was, zu dir selber? Ja. Nein, so schlimm war es nicht. Leute, schreibt die Kommentare, wie Jans Leistung war oder auf wie meine war. Und im nächsten Part gibt es den letzten Cup. Danach ist aber noch nicht Schluss. Gibt es bestimmt noch mal ein Mixery und so. Ich mache keine Werbung, aber ich würde sagen, nicht verpassen. Und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Part von Mario Kart 8 Booster Streckenpass Welle 6. Tschüss. Tschüss.